Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Hast du schon mal Gwent gespielt? Bitte drei. Ein Unsterblicher fordert die Erfüllung von drei Wünschen und du fragst ernsthaft nach einer Partie Gwent? Angst zu verlieren? Kein Problem. Ich finde schon jemanden. Das ist der größte Affront, den ich je vernommen habe. Leg deine Karten aus. Wir spielen um nichts, oder was? Na gut, oh, Monster, das kann eklig werden. Bamba. Da hat er wahrscheinlich auch keinen Spion. Fuck, wir haben auch keinen. Nicht so gut, aber wir müssen auf jeden Fall weglegen. Bamba. Okay, toll. Sechser gegen Fünfer getauscht, hat sich nicht wirklich gelohnt. Wir haben halt keinen verdammten... Mal zum Locken Sultan ausspielen. Wir haben halt echt keinen Spion. Das blöd. Jetzt spielt der Verbrenner aus. Okay, das ist schön, weil das dafür sorgt, dass er eine gute Karte verschwendet. Spielen wir noch den Zehner aus. Geralt von Riva, ja, und jetzt breche ich es ab. Das wird einfach zu teuer. Ich hoffe mal, er hat jetzt nicht doch noch irgendwie einen Spion. Doch, aber okay, den mysteriösen Elf können wir eh nicht auf die Hand nehmen. Leider. Oh, und da gibt sich Rittersporn wieder. Das ist natürlich ein guter Move. Ja, das könnte eklig werden. Das könnte noch sehr, sehr eklig werden. Das bin ich jetzt gespannt, ob wir das gewinnen. Und jetzt kommt auch noch der Dreck. Aber die haben alle gleich viel Angriff, oder? Ja, das heißt, wir können die gut verbrennen. Oh, mein Gegner passt. Das ist natürlich schön. Ich glaube, dann hole ich mir einfach einen wieder. Ja, dann denke ich, schaffen wir es doch zu gewinnen. Hoffe ich. Das Horn bringt einfach nicht mehr so viel, weil ich einfach zu viele Heldenkarten drin habe. Aber wir können auch eine Karte vom Gegner ziehen. Bin ich dran? Ja. Diese scheiß Finte bringt halt echt nicht so viel. Wir können halt hier den Heiler wiederholen. Ah, Grabspinne bringt halt auch so viel. Unangenehm. Das ist quasi eine 12er-Einheit, die er da ausspielt. Wir spielen hier nur 10 Einheiten aus. Oh Gott, ich habe ganz doll Angst. Ich habe das blöde Gefühl, wir werden verlieren. Okay. Ja, den Zehner holen. Ach nee, wir holen den und dann holen wir uns den. Aber beides ist eigentlich egal, weil der hat eh 0. Das heißt, die Angriffskraft verdoppelt sich auch nicht. Also können wir auch direkt den hier holen. Oh nein, den wollte ich mir damit Finte wiederholen. Oh scheiße. Das hat jetzt auf jeden Fall Angriffskraft gekostet und wahrscheinlich wird es nicht reichen. Na, schauen wir mal. Ich hab noch zwei Karten. Bitte keine Einheiten, bitte keine Einheiten. Oh nein, wir verlieren, wir verlieren. Oh. Scheiße. Wir verlieren um einen Punkt. Oh, ist das bitter. Oh, ist das bitter. Oh, scheiße. Wir hätten gewonnen, wenn wir den einen Typ mit Finte direkt wiedergeholt hätten. Fuck! Oh, wir verlieren. Ist das peinlich. Wenn du genauso gut Wünsche erfüllst, wie du spielst, habe ich nichts zu befürchten. Wir müssen nochmal spielen. Und wie? Hast du Lust? Warum? Aber auch blöd gezogen am Anfang. Und eigentlich, wie gesagt, das Horn ist nicht mehr ganz so mächtig auf jeden Fall.
So, verbrennen, strömender Regen, brauchen wir nicht unbedingt. Und das Wetter brauchen wir, glaube ich, erst recht nicht. Oh, Kälte ist gar nicht schlecht, weil er viele Nahkampfeinheiten hat. Zerstöre die stärksten Fernkampfeinheiten. Ah, okay. Wir könnten auch versuchen, die erste Runde zu gewinnen, fällt mir gerade so ein. Wenn wir jetzt noch ein Horn ausspielen, sollte das gar nicht so schlecht kommen. Dann gehen wir die Runde ab. Man muss ja entweder ganz viele Karten ausspielen, um noch zu gewinnen, oder er macht halt einfach so einen Scheiß. Oh. 24. Jetzt bin ich eigentlich schon zu tief drin, jetzt komme ich nicht mehr raus. Fuck! Jetzt verliere es wieder, ich verliere es wieder. Okay. Mal gucken, vielleicht war das gar nicht so schlecht. Er hat nur noch drei Karten, das ist halt nicht schlecht, das ist halt nicht schlecht. Mein Gegner passt, okay, das ist natürlich sehr gut. Muss ich kurz überlegen. Okay. So. Sollte eigentlich reichen. Das Ding ist jetzt nur mit dem Verbrennen. Wann spiele ich denn jetzt Verbrennen aus? Damit mache ich halt nur 5 Blatt. Aber sobald ich was wiederbelebe, sind die halt stärker. Ich glaube, ich muss echt jetzt Verbrennen ausspielen. Oder ich nehme erstmal die klirrende Kälte. Hat er echt nicht mehr viele Karten? Come on. Okay, das ist nicht so schlimm. Und jetzt können wir die alle zerstören. Das ist auch nicht schlecht. Halt. Ich denke, das reicht. Wir haben auch noch strömender Regen, das heißt, das können wir auch noch auf 1 setzen. Oh Gott, er holt das wieder, aber hat wahrscheinlich nichts anderes. Puh, es war auch kein so einfacher Kampf, also auf jeden Fall schwerster Gegner Scheiße. Bisher. Ich hasse es zu verlieren. Nun, Glückwunsch. Diese Karte gehört dir. Danke. Wahrscheinlich er selbst, oder? Nee, Kröte. Ich will erstmal die Kröte angucken, dann vergesse ich es wieder. Bis dann. Kröte. Hä? Ach so, Kröte. Ja, das ist die, die er selber ausgespielt hat. Die passt uns Monsterdeck, alles klar. Wir müssen reden. Bin ganz Ohrhexen. Wladimir lässt dich grüßen. Du hast mit ihm gesprochen. Unglaublich. Nicht nur das. Ich habe deinen Wunsch erfüllt und mich mit ihm unterhalten. Willst du wissen, was er gesagt hat? Ich habe deinen Wunsch erfüllt.
Dein toter Bruder hat sich amüsiert wie in alten Zeiten. Das sagt sich leicht. Hast du einen Beweis? Hab ich. Wladimirs Schrift. Unverwechselbar. Gut gemacht, Hexer. Brauchst du noch was? Ja, ich brauche noch was. Und zwar das zweite Quest, das ich abgeschlossen habe. Besser. Also, was hast du für mich? Max Borsodis Haus, wie verlangt. Die Papiere, wo sind sie? Habe ich in der Schatzkammer gelassen. Du wolltest das Haus, du hast es. Vom Inhalt hast du nichts gesagt. Kluges Kerlchen. Fast so gerissen wie Odin. Er picht darauf, andere lächerlich zu machen. Weißt du, was meine Leute und ich mit deinesgleichen machen? Rechtsberatung suchen? Ich kann es kaum erwarten. Nein, aber ich will es unbedingt wissen. Ich mag spannende Geschichten. Ich bin nicht in Scherzlaune. Ich auch nicht. Ich habe meinen Teil getan, Olgiert. Dir gebracht, was du verlangt hast, buchstabengetreu. Nicht zufrieden? Dann hättest du dich präziser ausdrücken müssen. Ja, hätte ich wohl. Ich nehme an, du hast dich mit Horst geeinigt. Eine Schande. Er ist so ein Hurensohn. Sein Bruder Ewald war schlimmer. War? Horst hat ihn getötet, eigenhändig. Ein Fortschritt. Horsts Bruder. Wusstest du von ihm? Durchaus. Ewald war in bestimmten Kreisen berühmt. In welchen? In solchen, in denen edle Hexer selten verkehren. Er hat gegen Geld gemordet. Keine Fragen. Kein Wimpernzucken. Stets extravagant. Ohne seinen verdammten Nachnamen hätte ich ihn wohl ins Unternehmen geholt. Naja, dann war es wohl nicht so schlecht, dass er gestorben ist. Wozu brauchst du die Papiere denn? Um den Borsodis den Garaus zu machen. Ich habe von einer gewissen Klausel im Testament des alten Max erfahren. Darin steht, dass seine Söhne sich mindestens einmal jährlich zu Belletine treffen und die Hände reichen müssen. Ansonsten muss das Auktionshaus versteigert werden. Der Erlös geht an das Wilmerius-Hospital. Der Alte hat wohl geahnt, was passiert. Diese Papiere sollten in die richtigen Hände kommen. Borsodi wäre auf der Straße gelandet und das Hospital hätte genug Geld gehabt, Mittellose kostenlos zu behandeln. Wie edel von dir, dich so um Bedürftige zu sorgen. Die Bedürftigen sind mir scheißegal. Sollen sie mit der Stadt zusammenkrepieren? Ich wollte nur eins. Rache. Schade, dass wir die Papiere nicht haben. Welches Problem hast du mit den Borsodis? Haben sie dich aus einer Auktion geworfen? Schlimmer. Sie haben mich aus meinem Haus geworfen. Willst du das wirklich wissen? Sonst hätte ich nicht gefragt. Frech wie eh und je. Meine Familie hat sich verschuldet. Schlechte Investition in ein Sägewerk, Ernteausfall, verlorener Prozess. Wenn es kommt, dann dicke. In ein paar Wochen wären wir wieder auf die Beine gekommen. Aber Horst Borsodi kaufte die Schuld und verlangte die sofortige Rückzahlung. Ich bettelte und flehte. Ich riss mir auf seiner Schwelle das Hemd auf. Es war vergebens. Ich war bei der Auktion und sah, wie parfümierte Wichser das Schwert meines Vaters kauften. Die Totenmaske meiner Mutter, das Zaumzeug meines Bruders. Horst hat gut daran verdient. Dann wundern mich deine Animositäten nicht. Das war erst der Anfang. Die Eltern meiner Iris erfuhren vom Unglück meiner Familie. Und die Verlobung war futsch. Sie fanden einen anderen für sie. Aus Übersee.
Ich dachte, ich muss sterben vor Zorn. Ging zur Taverne, trank eine Runde und noch eine. Ich prügelte mich und trank weiter. Und dann bat ich den Falschen um Hilfe. Traurige Geschichte. Und dann? Und dann? Was dann geschah, ist nichts als ein dampfender Haufen Scheiße, Hexer. Na, was willst du noch? Brauchst du immer noch was? Der dritte Wunsch. Sag ihn mir. Moment, Geralt. Ich muss etwas erledigen. Dann reden wir. Du da! Hol den Hering aus dem Fass. Na los, nicht so trödeln! So, bereit zuzuhören? Oder ist es dir immer noch scheißegal, was ich zu sagen habe? Ich bin bereit. Ich höre. Gut. Geh zu deinem Herrn und sag ihm Folgendes. Seine dreiste Forderung hat mich sehr betrübt. Das Gastrecht ist mir heilig. Und dem Diktat eines ungehobelten Wildschweins beuge ich mich nicht. Verstanden? Ich werde ihn bald besuchen, um seine Anpassungsbereitschaft zu testen. Du reitest los und kündigst mich an. Schone das Pferd nicht. Klar? Ja, verstanden. Gebt dem Mann ein Pferd und lasst ihn ziehen. Komm, Hexer. Wir müssen draußen reden. Die Ophiri glauben, dass man wichtige Angelegenheiten unter freiem Himmel mit den Göttern als Zeugen besprechen sollte. Du hast dir manchen Feind gemacht. Irgendwann wird dich einer davon bezwingen. Nicht heute und nicht morgen, aber früher oder später. Und weswegen soll mich das betrüben? Ich fühle weder Furcht noch Reue. Die Weisen von Ochsenfurt sagen, es gebe keine Götter. Nach dem Tod ist nur Leere. Die Leere kenne ich schon. Der Tod wird mir vertraut sein. Was war da mit dem Fass los? Wir haben unterwegs zum Essen fassen im Gasthaus eines Herrn Unverzagt Halt gemacht. Wie üblich ging es etwas rau zu und laut. Diesem Unverzagt passte unser Betragen nicht. Er ließ uns ausrichten, wenn wir je wieder kämen, würden wir hängen. Ihr habt das Gasthaus niedergebrannt? Ich habe dem Wirt eine großzügige Entschädigung dagelassen. Leider hielt er es nicht für nötig, seinem Herrn was davon zu sagen. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass mich jemand Hurensohn genannt und mir mit dem Tod gedroht hat. Solche Drohungen klingen wie Einladungen. Ich gedenke, sie anzunehmen und in die Gegend zurückzukehren. Ich habe dir zwei Wünsche erfüllt. Erzähl mir vom dritten. Oh, sind wir aber selbstsicher. Stolz, furchtlos, der eigenen Stärken bewusst. Dritte Aufgabe, wenn's recht ist. Die Mutationen haben dir die Emotionen genommen. Sag, hast du je geliebt? So richtig, meine ich. Dein dritter Wunsch jetzt. Ja, ich habe geliebt. Nein, ich habe nie geliebt. Was kümmert es dich? Ja, ich habe geliebt. Können wir jetzt zur Sache kommen? Sollen wir uns nicht lieber reinsetzen und bei etwas Feuerwasser plauschen? Ich will mit dir nichts trinken. Wir trinken, wenn die Aufgabe erledigt ist. Das ist wohl nicht möglich. Wenn du sie erledigst, ist das mein Ende. Wenn nicht, kommst du nicht wieder. Dritter Wunsch. Ich warte immer noch.
Mann, bist du stur. Also gut. Hör gut zu. Ich hatte mal eine Frau. Als ich sie zum letzten Mal gesehen habe, gab ich ihr eine lila Rose. Bring mir die Blume. Ich will mich daran erinnern, wie sie ausgesehen hat. Ach, und wann war das? Die Blume ist doch längst verwelkt und zu Staub zerfallen. Du wolltest meinen Wunsch hören. Das war er. Erfüll ihn. Ich statte jetzt diesem Unverzagt einen Besuch ab. Aber einer meiner Männer bleibt hier. Er wird mich finden, falls du Erfolg hast. Versteht sich. Du könntest mir wenigstens sagen, wo deine Frau ist. In meinem alten Anwesen östlich des Hofs von Martin Föll. Ich würde dir gutes Gelingen wünschen, aber... Nun, du verstehst schon. Leb wohl, Geralt. Ziemlich bedrückende Stimmung auf jeden Fall. So, schauen wir mal, wo das ist. Da oben. Na gut, das wird aber beim nächsten Mal unser Ziel sein. Es wird da wieder ein riesiger Rattenschwanz dranhängen an diesem Quest. Das ist ja jetzt schon klar, das wäre ja nicht das erste Mal. Aber ich freue mich drauf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ach so, jetzt haben wir noch ein paar Fragezeichen, die wir klären müssen, fällt mir gerade auf. Das sind aber nur noch die hier unten, oder? Na, wenn ich dran denke, dann machen wir die dann beim nächsten Mal erstmal, die Fragezeichen. Und kümmern uns dann um... beziehungsweise haben wir hier auch noch diesen bewachten Schatz. Da wird eh nichts drin sein, eh nichts Geiles, aber egal. Also dann bis zum nächsten Mal, euer Paxis.